So, das war's also jetzt auf der MacCon Convention. Und wir werden jetzt nochmal in die Innenstadt gehen, zu dem Street Food Festival, da mal vorbeischauen. Erstmal hier filmen, wie der Nino da ist und sich freut. Mach mal ein Bild, genau. Ich mache ein Bild, wie du ein Bild machst. So, dann melden wir uns zurück vom Street Food Festival aus Erfurt. Und ihr habt schon gesehen, der lustige Mann am Eingang, der lustige Lachter. Ich glaube, das habt ihr natürlich nicht gehört, weil wir haben nur ein Bild gemacht, aber der war so richtig gut drauf auf jeden Fall. Hier gibt es auch Cookies, wähle den Teig und 3 Toppings. Cookies, Pastrami-Haus hinter mir. So, was haben wir sonst noch? Nichts. Noch ein Stück durchlaufen. Hipsterfood.de ist auch am Start. Das sehen wir dann hier drüben. We Cater. Da gibt es hipsterfood.de. Könnt ihr euch auch gönnen natürlich. Hier drüben sehen wir Kloster Handbrot. Na, wo ist das? Genau, muss ich mal schauen, dass das hinter mir irgendwo auftaucht oder so. Fresh Mexican Food, der nächste Stand. Hinter mir, wie ihr seht, also wer es mexikanisch mag, bestimmt ein bisschen schärfer, kann da auch hin. Crazy Freak Shakes Factory. Schmuggeln wir uns mal hier durch. Das seht ihr hier hinter mir. Afrocard, ausgewählte afrikanische Küche. Spanish Street Food, Tapas und More. Tapas und mehr. Auch dabei. Man sieht ja gar nichts, da muss ich mal die Karte filmen. Dr. Bobs gefährliche Insektenküche, Heuschrecken in Kräuteröl und Knoblauch, Mehlwürmer an Meersalz und Limette, Dr. Bobs Insektenprüfung, Mixteller oder Wodka und Mehlwurm, Bruder. Weil es natürlich Dr. Bob ist und Bob natürlich auch hier ist, haben wir uns entschlossen, jetzt mal 2 Stück Heuschrecken zu ordern, dass jeder eine Heuschrecke isst für 3,50 Euro in Kräuteröl und Knoblauch. Mal sehen, wie die schmecken. Die sind bestimmt richtig lecker. In welcher Soße wollt ihr dann? Knoblauch, Kräuter, Erdnuss oder Sweet Chili? Ich nehme Sweet Chili. Was nimmst du für Soße? Erdnuss, komm. Gibt's Erdnuss? Ja, Erdnuss. Erdnuss. Also einmal Erdnuss und einmal Sweet Chili. Mein Kollege kommt wieder, der sich immer so freut. In der Lache träumt ihr nachts noch mehr. Ja, die habe ich vorhin, wir haben das schon im Arm gehabt. So. Sind dann 3,50. Bitteschön. So, Bob, da hast du doch jetzt bestimmt richtig Hunger, ne? Was ist denn welche Soße? Dann gönn dir mal. Das müsste Erdnuss sein, ja. Da fängt der Bob an. Gönn sich eine Heuschrecke. Proteine. Da ist nicht mehr viel mit Brot. Das schmeckt richtig gut. Ja, eben. Lass meine in Ruhe, Bruder. Die muss ich noch essen. Geh weg! Magst du kurz mal filmen? Ja doch. Verkehrte die Dinger nie. Ja, die Musik. Ich muss erstmal kurz deine Soße hier probieren. Na gut, die schmeckt man kaum. Aber hier natürlich mit Sweet Chili Soße. Und schmeckt gut.
Es ist nicht widerlich, dass man es überhaupt nicht essen kann? Es ist sehr knusprig, aber zugleich dann auch plötzlich sehr weich. Und natürlich sehr warm. Ein bisschen staubig so irgendwie, aber... Erinnert mich an irgendwas. Also ein bisschen eklig finde ich es trotzdem, aber ja, man kann es essen natürlich, wenn man genügend Soße hat. Wenn man halt noch nie Grille was, gell? Wenn man noch nie Grille gegessen hat, dann ist das halt schon ein mummisches Gefühl. Schmeckt ein bisschen so, wie wenn du irgendwo in eine alte Scheune reinkommst. Halt schon so ein bisschen modrig, finde ich, aber mit der Soße geht es, kann man das essen. Du weißt ja nicht, wie lange sie schon hier rumliegen. Ja, halt extra frische oben drauf. Boom! Nein, das müssen wir rausschneiden, Bruder. Und dein Statement dazu, woher Bob? Lecker. Ich nehme mal eine ganze Tüte mit. Ja, der Kollege Lenz, bitteschön. Jetzt wartest du aber. So, dankeschön. So, nachdem die Heuschrecken natürlich so gut gemundet haben mit mit Sweet Chili Dip und Erdnusssoße für Bob, haben wir uns entschlossen, natürlich jetzt nochmal die Mehlwürmer zu probieren, eine Portion mit Knoblauchdip. Das haben wir jetzt hier geholt. Wir stehen einfach mitten in der Menge und die Leute laufen alle darum. Aber Bob gönnt sich jetzt erstmal eine Portion Mehlwürmer. Mit Knoblauchdip. Da bleibt genügend noch übrig, auch für Nino, Leangelo. Und ist das genauso lecker, ja. Besser wie die Heuschrecke. Ach, und besser wie die Heuschrecke. Und die fandest du schon richtig nice, ne? Also, da schlingt er gleich nochmal hinterher. Was macht man eigentlich mit der Limette? Nichts? Also, das schmeckt trotzdem mal eigentlich. Das schmeckt wirklich nicht schlecht. Das schmeckt wirklich nicht schlecht. Ja, die tragen gerade den Kopf. Ja, das schmeckt nicht so muffig im Nachhinein. Obwohl trotzdem die Vorstellung eklig ist, dass es einfach, es ist wie, weiß ich nicht, wie Blätterteig eigentlich, nur ein bisschen anders. Merkt ihr das? Seht ihr das? Ja, dann nehmen wir noch eine kleine Portion. Schatz, du nimmst Dr. Bob weg. Wir sind jetzt hier am Bratwurst-Thüringen-Stand und da gibt es eine ganze Kollektion von Bratwurst-Thüringen und da wollte ich mir jetzt einfach noch einen Pullover mitnehmen. Dankeschön. Einen schönen Abend noch natürlich. Jo. Danke. So, dankeschön. Das war's also. Bratwurst Thüringen. Und Division Bratwurst. Nein. Der Akku ist natürlich auch gleich leer und der Abend ist schon in Sichtweite. Was laber ich eigentlich? Auf jeden Fall sind wir jetzt fertig. Der Bob bleibt immer zu stehen, deswegen muss ich immer so auf meine Füße schauen. Wir verlassen also wieder das Street Food Festival. Ein ganzer Tag auf der Mac ist zu Ende. Das Street Food Festival, da sind wir auch jetzt fertig. Nach ein paar Heuschrecken und Mehlwürmern und einem neuen schicken Pullover mit Bratwurst Thüringen. Sagen wir einfach Peace out, Vorhaut und melden uns beim nächsten Mal wieder. Euer Ramses. Ciao.